Draxler! Draxler! EA Sports. It's in the game. Hallo und herzlich willkommen zur späten Stunde hier auf meinem Kanal Two Let's Do und es geht weiter in meiner FIFA 14 Trainerkarriere FC Bayern DFB Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg. Ja, total genial. Jetzt kommt hier die Pressekonferenz. Genau, und zwar natürlich FC Bayern motivieren, deutscher Meister bin ich ja schon. Ich möchte euch auch nochmal natürlich hier kurz vorweg die Tabelle zeigen, andere Ligen. Das ist leider immer recht lahm hier, Brasilien, Chile, Deutschland, FC Bayern. 5 Unentschieden, leider ein Unentschieden mehr als in der letzten Saison. Aber guckt euch mal die Tore an, 85 Tore geschossen, obwohl Dortmund hat nur 15 Tore weniger. Also die Dortmunder waren recht nah dran. Und also deutscher Meister und jetzt im DFB-Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg kann ich noch einen draufsetzen und wie im letzten Jahr das Double holen. Ich bin gespannt, ob es jetzt so einfach funktioniert. Jugendspieler will weg, Jugendspieler will weg. Damit setze ich mich jetzt doch nicht mehr auseinander. Das ist das vorletzte Spiel in meiner Trainerkarriere, bevor FIFA 15 kommt, hoffe ich. ja, das letzte Spiel wird nämlich sein, die Champions League, das Champions League Finale, nachdem ich Barcelona so grandios besiegt habe. So, ich werde hier als Heimmannschaft geführt. Jetzt nochmal ein Blick auf meine Startaufstellung. Da habe ich ja sehr viel experimentiert die ganze Saison. Ich habe zum Beispiel auch den Götze nachher verliehen, so die Moral, alles top, ist ja der Wahnsinn. Ronaldinho werde ich denke mal, wieder einwechseln als Stürmer, wenn es alles gut läuft. Ja, und ansonsten, ja, ich lasse meine Standardaufstellung, die kennt ihr ja sicherlich auch alle. Und ja, auf geht's. Bisschen Posing für das Vorschaubild ja immer. So, bloß nicht zu laut, sonst fange ich hier wieder an zu schreien. Das wollen wir ja auch nicht. Deutscher Pokal. So, hier die Startelf vom FC Bayern München. Kennen wir ja, oder kennt ihr ja, ich kenne sie. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler ist ja zurzeit Julian Draxler. Thomas Müller sowieso, Eden Hazard für Ribéry, Robben über rechts. Ansonsten, ja, und hier haben wir Wolfsburg, Perisic kennen wir, Luis Gustavo Rodriguez, Christian Tresch, Diego Minaldi im Tor, Dost auf der Bank, Stürmer Muriel, wer auch immer das jetzt ist, habe ich zwar schon mal gehört, den Namen. So, Bayern, Fangesänge hier und los geht's. Kevin Volland gleich erstmal vorne drauf. Eden Hazard weit eingerückt. Und Eden Hazard, da holt er ihn. So, erstmal hier in Ballbesitz kommen. Ach, schade. Robben ist topfit. Macht richtig Spaß, den zu spielen hier. So, Alaba. Eden Hazard. Nicht über links, wie er eigentlich sollte. Philipp Lahm. Holt hier aber einen Einwurf raus. So, höchste Konzentration hier. Dieses Spiel kann die ganze Saison versauen. Robben setzt sich durch gegen Rodriguez. Das ist ja ein recht guter Spieler, dieser Rodriguez. Eden Hazard. Ah, kommt aber nicht vorbei an Rodriguez. Mensch, der macht das richtig gut da hinten. Und Robben, nein. Wenn man noch Robben, jetzt die Flanke kommt, Volland ran, nein. Hummels, ja, Hummels war die Top-Verpflichtung vor dieser Saison. Mats Hummels kann ich jedem nur empfehlen, der jetzt nochmal irgendwie einen Transfer machen will und den Hummels noch nicht hat. Hummels. Oha, erster Eckball jetzt für die Wolfsburger.
bloß den Kasten sauber halten. In der Champions League habe ich ja immer mal wieder den einen oder anderen Gegentreffer bekommen. Konnte aber natürlich auch selbst welche schießen. Oh, und Neuer raus. Ja, bloß nicht zu viel hinten rumspielen. Das ist halt... So, Robben hat nicht so den richtigen Anspielpartner. Julian Draxler, bisher wenig von ihm zu sehen. Und Alaba macht mal mit offensiv nach vorne. Hat jetzt mal ein bisschen Platz. Nur wohin jetzt mit dem Ball? Schade. Ich glaube, man sollte Wolfsburg hier nicht unterschätzen. Sind in der Liga ja Dritter geworden hinter Dortmund. Ich glaube, in der Liga habe ich sogar einmal unentschieden gespielt. Oh, abseits. Glück gehabt. So, Boateng. Müller. Robben. Arjen Robben. Einfach mal durch die Mitte und den nächsten Mitspieler suchen. Also Wolfsburg steht gut. So, jetzt muss Lahm mitmachen. Lahm macht mit. Platz über die rechte Seite. Platz zum Flanken für Lahm. Der ist zu lang. Der ist zu lang, aber Eden Hazard. Alaba. Alaba hat nicht so die... Und Draxler. Ah, schade. Da hatte ich was Besonderes vor. Jetzt Julian Draxler. Schade. Da war ich zu voreilig mit dem Abschluss. Wollte den Ball unbedingt einmal mal aufs Tor kriegen. Hat so nicht geklappt. Was singen die Fans da? Christian Ziege. Ja, dass sie den noch kennen. Und... Also Wolfsburg spielt hier gut mit. Das kann man nicht anders sagen. Da gab es andere Mannschaften in dieser Saison, die da schon zur Halbzeit 4-5-0 zurücklagen. Oha. Aber Wolfsburg macht das hier richtig gut. Und jetzt haben sie Platz. Hummels ist da. Ja, da Hummels. Können wir wieder den Hummels loben. Kirchhoff habe ich auch verliehen, weil der halt neben Hummels und Boateng nicht mehr wirklich Einsatzzeiten hatte. Ich glaube nicht, dass ich die Trainerkarriere weiterspielen werde, weil ich werde wohl eher Spielerkarriere zocken. Oh. Weil das einfach aufregender ist als im Moment meine Trainerkarriere hier. Vor allem, ich habe ja bei beiden Karrieren als Mannschaft die Bayern raus damit. Und ich muss ehrlich sagen, ich komme ab und zu auch durcheinander. Und deswegen wird es Zeit, dass ich mich halt nach diesen zwei wichtigen Spielen hier zu Saisonende auf die Spielerkarriere konzentriere. So, jetzt Freistoß Perisic. Ich muss mich jetzt auf die Spiel konzentrieren. Darf hier nicht zu viel... Oh, kein Problem für Neuer. Och, herrje. So, Wolfsburg recht stark. Kann auch daran zusammenliegen, dass ich einfach zu viel nebenher quatsche. So, jetzt mal schön Draxler. Vielleicht hat er mal die Möglichkeit. Ah, der Trick hat wieder nicht funktioniert. So, Volland auf Schweini. Ist nicht der schnellste. Muss warten, bis da jemand mitkommt. Draxler schirmt den Ball gut ab. Ballkontrolle. Müller. Philipp Lahm. Und jetzt mal gucken. Mal was anderes. Schön. Eden Hazard. Oh, Diego Benaglio hält ihn. Den hält er gut. So habe ich schon das eine oder andere Tor mit Hazard gemacht, mit Ribéry gemacht, aber auch letzte Saison mit dem kleinen Shaqiri, den ich ja gegen Hazard getauscht habe quasi. Und die Ecke. Nicht gut. Draxler. Draxler. 1-0. 42. Spielminute. Ja, 16. Saisontor von Julian Draxler. Auch wenn ich die meisten Tore in der Liga erzielt habe, ich habe nicht den Torschützen gestellt. Der kam aus einer anderen Mannschaft, leider nicht von mir, obwohl es hätten 3 oder 4 Spieler sein können. Zum Beispiel Draxler jetzt mit 16 Toren, Saisontoren. Müller hat ähnlich viele. Klose, Volland, wen gibt es dann noch? Robben sowieso. Der hat auch extrem viele Tore gemacht.
Oh, der ist immer noch fix, trotz seines hohen Alters. Aber gegen Rodriguez, da hat er einen guten Gegner heute. So, das 1-0 auf jeden Fall mit in die Halbzeit nehmen. Schön hier wieder. So, und jetzt mal schön auf Kevin Volland. Der kommt sogar an, direkt ab Name. Hi. Ich weiß, so ein Ronaldinho hätte das Ding bestimmt. Ja, das wäre richtig gefährlich geworden. Und wieder Hummels. Also der Junge ist echt Gold wert. Ach, schade. Also meinetwegen könnte er jetzt wieder Hummels. Das ist ja echt, der Typ ist unglaublich. Der kriegt da jeden Ball hinten. Muriel jetzt hier gegen Schweinsteiger. Halbzeit. Dankeschön, Herr Schiedsrichter. 1-0 Führung dank Julian Draxler. Das Tor würde ich ja zu gerne nochmal sehen. Halbzeit heißt für mich Ice Tea Time. Oh, herrlich. So. Neuer hat ihn sicher, 37. Jetzt müsste eigentlich hier der Eckball. Und dann Draxler mit links angenommen. Ja, Weltklasse, Weltklasse. Hat er Blenden gemacht. 58% Ballbesitz. Naja gut, das habe ich ja fast in jedem Spiel. Da habe ich die echten Bayern recht gut kopiert, finde ich, was so Ballbesitz angeht. So, natürlich weiter nach vorne spielen. Arjen Robben. Holland, Alaba. Alaba recht defensiv gewesen. Oh, herrliches Spiel jetzt auf Eden Hazard. Eckball für Bayern. Robben wird ausführen. Und keiner da. Diego Benaglio hat ihn. Zumindest kann er ihn klären. Schweini, Müller, Philipp Lahm. Und Kevin Volland, Draxler, schade, da hatte ich was vor, das hat leider nicht geklappt. So, und jetzt aufpassen auf Konter. Und Libero Neuer. Ah, so eine Fehlpässe sollte ich vermeiden. Allgemein so eine blöden Pässe durch die Mitte. Oh, und hier Draxler. Robben. Jetzt mal über links, der Robben. Sehr schön auf Volland. Und Robben, sehr schön. Die Flanke kommt. Und. Das ist noch nicht vorbei. Ah. Jetzt. So, also. Wolfsburg zieht sich zurück. Scheint hier auf Konter zu lauern. Robben hat sich mal über links. Oh. Aber Lahm setzt sich hier durch. Arjen Robben. Immer noch Arjen Robben. Wohin mit dem Ball? Ist keiner da. Ecke. Das wird hier gepfiffen. Freistoß. Gelb für... Ah, Firinha. Ah, so ein Bösewicht. Erster Wechsel. Caligiuri kommt. Eckball Robben. Schade, Freistoß hätte ich lieber gehabt jetzt. Und Boateng. Boateng! 2-0 für die Bayern. 60. Spielminute. Eckball Robben Boateng. Das hat schon das eine oder andere Mal in dieser Saison geklappt. Aber auch Hummels. Immer gefährlich. Immer für Kopfballtore gut gewesen. Und Kirchhoff auch. Aber wie gesagt, den habe ich verliehen, damit der Spielpraxis kriegt. Genauso wie Götze würde nächstes Jahr wiederkommen. Eigentlich schade. Die Mannschaft wäre nächstes Jahr noch stärker. Mal gucken. Ich weiß echt nicht, wann FIFA 15 rauskommt. Ich glaube September oder so. Das sind ja noch ein paar Wochen hin. Wir haben erst Anfang August. Vielleicht wird da noch das eine oder andere Spiel in der Trainerkarriere in meiner dritten Saison dann kommen. Triple verteidigen, wenn ich es schaffe. So, 2-0. Vielleicht nochmal eine schöne Draxler-Einzelaktion. Volland. So. Eden Hazard jetzt wieder über links und jetzt wird hier erstmal im Teammanagement rumgefuchst.
damit ich dann hier wechseln kann. Ich habe ja gesagt, Ronaldinho wird für Volland kommen. Kirchhoff habe ich doch nicht verliehen. Wen habe ich denn verliehen? Gott, ich erzähle hier aber auch wieder einen Blödsinn heute. Sammy Khedira hat gesagt, Schweinsteiger muss auf dem Platz sein bei Apfel. Naja, es ist ja noch keine Champions League. Ja, ich spiele noch Champions League. Deswegen werde ich auch den Draxler doch nochmal schonen. Dafür kommt Toni Kroos. Ich vergaß, da kommt ja noch das große Champions League-Finale. Keine Verletzung riskieren der ganz wichtigen Spieler. So, Volland. Und der geht ins Aus. Schade. Ja, Volland ist leider nicht der beste Vorbereiter, aber ein recht guter Vollstrecker. So, jetzt wird gewechselt. Mein typischer Dreierwechsel. In der Regel immer zwischen der 60. und 70. Spielminute. Und gleich muss ich niesen. Heieiei. So, jetzt ist meine Stimme auch gerade ein bisschen im Arsch, finde ich. So, Hazard. Oh, schade. Meine Nase macht gerade auch dicht. Ich muss fürs nächste Spiel muss ich mir gleich Nasenspray geben. Hi. So, Eden Hazard. Alaba, den kriegt er. Hui. So, Hazard, Alaba. Und wenn er was kann, dann kann er auf jeden Fall das hier nicht lupfen. Vorlagen. Oh, Virinha, der wurde erst eingewechselt. Kommt da noch einer? Boateng im letzten Moment. So, Khedira. Auch Neuzugang vor der Saison hat nicht wirklich eingeschlagen. Bin eher enttäuscht von diesem Spieler als begeistert. So, Robben, leider ein bisschen untergetaucht. Wollen wir wieder hier ein bisschen Zauberfußball. Boah, der Robben, jetzt muss doch über links da mal einer vernünftig laufen. Es klappt mal besser. Ah. Mann. Also ab und zu so aus der Drehung dann nochmal ein Päschen. Oh, jetzt Ronaldinho. Der hat einiges. Ah, schade. Ja, da wollte ich ihn mit Ronaldinho mal reinmachen. Hat leider nur 2 Saisontore nach Freistößen erzielt. Leider keines dieser Spiele aufgenommen. Ronaldinho, schön auf Toni Kroos. Der ist leider viel zu langsam. Toni Kroos! Tor! 3:0 gegen Wolfsburg im DFB-Pokalfinale. Hier Toni Kroos. Ich sag noch, der ist eigentlich viel zu langsam. Ist er eigentlich auch. Und dann tritt er an, läuft los und holt noch so einen Schuss raus. Das ist Weltklasse. Leider auch in der Saison jetzt hier bei mir ein bisschen ins Hinterzimmer geraten. Oh! Ins Hintertreff oder wie auch immer man das nennt. Nicht mehr so oft gespielt, wurde immer nur eingewechselt. Wenig Spiele von Anfang an gemacht und jetzt bin ich hier unkonzentriert. Neuer! Und. Oh! Da war Hummels noch dran. Zumindest Körpereinsatz. Virinha, wurde der nicht erst eingewechselt? Wurde Virinha nicht erst eingewechselt? Fragezeichen. So, Ronaldinho. Leider nicht mehr der Schnellste. Aber ein extrem feiner Techniker. Den Hazard leider auch nicht der Schnellste. Den habe ich mir schneller vorgestellt. Toni Kroos, schön raus auf Eden Hazard. Jetzt vielleicht nochmal eine Zauberflanke auf Ronaldinho. Das wäre es gewesen. Und Khedira. Aber ein 3:0 ist auch hoch genug für so ein DFB-Pokalfinale. Oh, Philipp Lahm nochmal. Ja, ich wollte gerade sagen, dann pfeif aber auch, wenn du schon anzeigst. So, Khedira.
Alaba. Also Wolfsburg hat eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. Ja, ich habe gerade irgendwas im Hals. Und wieder Hummels. Und jetzt muss Boateng kommen. Neuer! Ja, vielleicht noch mal der Anschluss und Ehrentreffer. Nein. Oh. So, 3 Minuten Nachspielzeit. Ronaldinho jetzt vielleicht als Ballverteilungsmaschine raus auf Arjen Robben. Mal gucken, was der noch läuferisch leisten kann. Welch ein Lauf da nach vorne. Die Flanke und nein. Das wäre aber auch einer zu viel gewesen. Es ist aus. Das Spiel ist aus. Wir sind Doppelgewinner. Das Double erfolgreich verteidigt. Da sitzt Rodriguez am Boden. Ja, ich hoffe, die machen das mit dem Konfetti mal ein bisschen schöner in FIFA 15. Ja, man weiß nicht, wo es herkommt und es verschwindet im Boden. Also das mit dem Konfetti, ja. Für ein modernes Spiel hätte ich mir das schon ein bisschen realistischer vorgestellt. Aber okay, FIFA 15, da können sie einiges wieder besser machen. Außerdem auf der Xbox One, die ich mir ja wahrscheinlich holen werde. Oder die PlayStation 4. Ich bin mir da noch nicht sicher. Ja, DFB-Pokalsieger damit mal wieder hier ein Prüstchen. Oh, lecker Eistee. Ja, Konfetti und Feier und ja, geil. Genießen wir die Bilder. Miro Klose mit dem DFB-Pokal. Jan Kirchhoff, Eden Hazard. Ronaldinho, Arjen Robben, Sammy Khedira, Philipp Lahm, alle sind sie dabei, alle haben sie dazu beigetragen, dass ich hier in diesem Jahr wieder das Double holen kann. Genau. So, Ballbesitz 60-40, Schüsse aufs Tor, immerhin 6 von Wolfsburg, ich 9. 7. Haben die wirklich so oft aufs Tor geschossen? Kommt mir gar nicht so vor. Ja, so. Da, nochmal mein Weg. Halbfinale war gegen Dynamo Dresden. Da habe ich mich schwer getan. 3-2. Viertelfinale gegen Lautern 2-0. Und Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt mit 3-0. Also den ersten ganz großen Gegner hatte ich eigentlich nur im Finale. Ich suche gerade die Dortmunder. Die sind hier gar nicht bei, was auch immer da passiert ist. Schalke im Halbfinale gegen Wolfsburg raus. Und ansonsten, ja, das war's mit den großen Gegnern. Frühes Favoritensterben in dieser Runde. Naja gut, vielleicht wird es ja in einer möglichen nächsten Saison wieder anders. Und ich habe die großen Gegner alle nacheinander weg. Nationaltrainer auf Fährte interessiert mich nicht. Jugendspieler will weg. Turnierpreisgeld 1,5 Millionen. Ja, eigentlich müsste ich eine Saison dranhängen. Ich müsste eigentlich genug Geld haben, um so einen Spieler wie Ronaldinho oder Bale zu verpflichten. Das wäre mal, oder Luis Suarez, oder. Gut, das war's von mir. Das nächste Spiel wird sein Champions League Finale. Wenn euch dieses Spiel hier gefallen hat, gebt mir wie immer eure Daumen. Und jetzt sage ich ciao, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Let's Play. Bye.